Ja, moin moin liebe Fans der Fußballecke, ich habe es mal wieder getan. Ich war unterwegs mit meiner Kamera zu einem Fußballspiel, um dieses für euch aufzunehmen. Und zwar ging es nach Drage. Wo ist Drage? Drage ist an der Elbe, dort spielt Eintracht Elbmarsch und zu Gast war dort der TV Jan Schneferding. Und noch kurze Erklärung, warum ich bis nach Drage gefahren bin, ganz einfach. Unsere Wietzendorfer damals im Bezirk haben dort auch schon gespielt, allerdings war ich an dem Spieltag krank und somit war ich dort noch nie. Und das habe ich jetzt nachgeholt. Wenn ich schon mal da gewesen wäre, wäre mir schon wahrscheinlich das, was mir an diesem Sonntag passiert ist, nicht passiert, denn ich bin auf so einen Parkplatz gefahren, auf so eine Parkwiese in Anführungszeichen, und als ich mit den Vorderrädern drauf war, habe ich gedacht, boah, Lemke, jetzt mal ruhig wegbleiben sollen. Naja, und wie es denn halt so ist, zack, festgefahren. Vielen Dank nochmal von hier an die fleißigen Helfer, die mich dann dort rausgeschoben haben. Und ja, somit gibt es vor diesem Spiel keine Szenen oder keine Interviews vor dem Spiel. Deswegen sitze ich jetzt hier bei mir im Keller und auch die Szenen beginnen so ab der 15. bis 20. Minute. Nichtsdestotrotz waren ein paar Szenen dabei. Eine ganz, ganz zerfahrene erste Halbzeit. Zweite Halbzeit geht dann meiner Meinung nach an den TV Jan Schneferding. Und somit dann vielleicht auch ein verdienter, aber hart erkämpfter Sieg für den TV Jan. Also viel Spaß bei den Szenen und das nächste Mal ist alles wieder dabei. Reinhauen, ciao. Los, Mann, Mann! Geh auf, geh auf, geh auf! Wieder! Du musst mit, ne? Oh! Ja, Jungs! Ja, Philipp! Philipp, Philipp, komm! Geiler Ball! Ja, gut klar! Schön, Teddy! Gut vor! Weiter! Rückwärts! Hey! Hey, durch! Ja, 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 durch! Florian Eggert, neues Spiel Nummer 8, Thiago Fava. Nach, nach, nach.
Tor, 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 T